Bonjour. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Was machst du morgen? Was sind deine Pläne für deinen nächsten großen Urlaub? Was bringt die Zukunft? Heute werden wir über die Zukunft reden. Welche Zeitform gibt es, um die Zukunft zu bilden? Wie bildet man diese Zeitform? Diese beiden Fragen werde ich nur kurz beleuchten. Eine ausführliche Erklärung findest du in den Videos Le Futur Composé und Die Bildung des Futur Simple. Ich werde mich in diesem Video vor allem auf die Frage konzentrieren, wann und warum benutze ich eigentlich welche Zeitform? Warum gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten, die Zukunft zu bilden? Reicht denn eine nicht aus? Keine Sorge, nach diesem Video wirst du sicher schlauer sein. Es gibt zwei Zeitformen, die du bis jetzt kennen solltest, um über die Zukunft zu sprechen. Schauen wir. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.